Hallo und willkommen zu einem Auftragsreaktionsvideo. Ich schätze mal, das war ein Moslem, dem ein Vortrag eines Islamapologeten auf dem Kanal Der Ruf des Verborgenen, dem hat das wohl so gut gefallen und der war wohl so dermaßen beeindruckt, dass er mich herausgefordert hat, diesen Vortrag doch mal zu bearbeiten, in der Überzeugung und Annahme, dass es mir völlig unmöglich sein würde. So, aber es ist nur, ich muss es so sagen, es ist der übliche Einheitsbrei, der bekannte Eintopf, mit allen Denkfehlern, willentlicher Ignoranz, allen Banalitäten, Fehlannahmen, Falschaussagen, Logikfehlern, Stereotypen und dumm dreister Tautologie, derer ein einfacher Islam-Apologet halt so fähig ist. Es ist nichts Besonderes, es ist ein Gischgalab durch alle mir bekannten Argumente, die Ungläubigen so vorgebetet werden, um Gläubige dumm zu halten. In den ersten Sekunden dachte ich noch, es sei ein gebildeter junger Mann, der endlich mal wie ein moderner Moslem argumentiert und jemanden wie mich intellektuell herausfordert und zum Denken bewegt. Aber leider war dieser Ballon innerhalb weniger Minuten geplatzt. Eigentlich leider. Ich werde jetzt hier nur ein paar Beispiele aus den ersten paar Minuten dieses fast einstündigen Vortrags nehmen, weil es wird mit der Zeit albern. Da ist nichts, was es wert, dann ist seine Zeit zu verschwenden. Aber mir ist ja auch jeder suspekt, der an Aussagen und Fragen noch ein Ja dranhängt oder nicht oder sowas. Ich meine, am Anfang, da war ja noch eine korrekte Aussage, da in der Tat der Wissenschaft keine Daten oder Fakten vorliegen, die ultimativ die Entstehung von Universum, von Leben oder vom Bewusstsein erklären würden. Aber anstatt jetzt zu spekulieren oder zu schwafeln, sollte man also entweder ein bisschen Geduld haben und ein wenig Demut mit Bescheidenheit und abwarten oder halt selber forschen. Aber das ist wohl zu viel verlangt. Also es scheint sich hier in diesem Video um einen Menschen zu handeln, diesen Sayed Sina, der absolut keinen blassen Schimmer hat, was eine wissenschaftliche Theorie ist. Nicht mal eine Theorie. Wie das allererste Leben entstanden sein soll. Wie das sein kann im Europa des 21. Jahrhunderts, ist mir allerdings schleierhaft. Und ja, ach Mensch, ich weiß, ich klinge schon wieder arrogant und überheblich, ich weiß. Aber ich höre das jetzt seit über 10 Jahren und kann nicht verstehen, dass Menschen mit Götterglauben unfähig sein sollten, auch nur einen Hauch von Weiterbildung zu zeigen. Dass wenigstens ein Grundwissen vorhanden ist über Wissenschaften und Menschen ohne Götterglauben. Anstatt jetzt jegliches Wissen einfach abzulehnen. Es kann doch nicht sein, dass ich seit 10 Jahren immer nur das Identische höre, ohne dass da auch nur irgendwas sich ändert, ohne dass da irgendetwas dazukommt oder irgendeine Form von Einsicht da ist. Aber Der weiß noch nicht mal, was ein Atheist ist. Das hat alles, was er sagt, hat rein gar nichts mit Atheisten zu tun. Ich als Mensch ohne Götterglauben, ich mache doch keine Aussagen über etwas, von dem ich keine Ahnung habe. Als Mensch, wohlgemerkt, weil ich als Atheist ja nur eine einzige Meinung habe. Das ist die bezüglich der Existenz von Göttern. Aber er schmeißt hier in diesem Video so ziemlich alles durcheinander. Und wenn sich das einer anguckt, dann ist das nicht das Einzige. Das ist ja nicht nur diese Ignoranz, es ist ja nicht nur dieses fehlende Wissen und einfach die fehlenden Informationen. Es ist, dass er das vorbringt, weiß, dass es irgendwie nicht stimmt und es trotzdem tut, um andere Leute zu beeindrucken. Also er sagt, dass Menschen, und das ist wörtlich, geistig behindert sind, wenn sie das Konzept von zum Beispiel Boltzmann-Gehirn oder von dem Konzept unendlich, wenn die das verstehen, die sind geistig behindert.
Und er redet stattdessen von Tornados und Legosteinen. Naja, das Video geht halt los mit dem üblichen Gemurmel vom altertümlichen Aberglauben, das von sehr gelangweilten Menschen erwidert wird, die dem Islam-Apologeten hier zuhören. Ohne, und das ist immer das Traurige, was ich so finde, ohne etwas zu verarbeiten. Denn sonst müsste ja jemand aufschreien und ihn zur Rede stellen und ihm sagen, bitte Bruder, hör doch mal auf, fang doch mal an zu denken. Aber das tut keiner. Der Redner stellt seine Rede als Atheismus debunked vor. Allerdings ohne einen Atheisten dabei zu haben. Das ist wie praktisch. Aber er versteht doch gar nicht, was debunked eigentlich bedeutet, weil er lediglich zweifelt und an Wahrscheinlichkeiten appelliert. Naja, und erwartungsgemäß kommt dann auch erstmal eine Predigt, wie Muslime etwas ihrem Gott dann wissen sollten. Also es ist frustrierend, weil es völlig unrealistisch ist. Und es ist ja geradezu unmöglich, da dieser spezifische Gott ja aus rein logischen Gründen nicht existieren kann. Wer ist Gott? Wie denkt er? Was ist er vom Wesen her? Hat er einen Charakter? Hat er keinen Charakter? Kann er sauer werden? Kann er wütend werden? Was ist er? Naja, und daher sind diese Fragen ja sehr nett, aber leider auch sehr sinnlos. Naja, und jetzt geht eben dieses Feuerwerk an Ignoranz los. Mir fehlen da andere Begriffe, um das zu beschreiben. Er versteht nicht, was Glauben ist oder berechtigter Glauben, was Wissen ist und wie Wahrheit da reinpasst. Und daher entsteht hier ein völliges Chaos, ein wirres Durcheinander von falschen Annahmen, von Falschaussagen und falsch verstandenen Aussagen. Deswegen wollen wir heute mal ein bisschen auf die Existenz von Gott eingehen und vor allem die Argumente der Atheisten. Naja, hier liegt die Ursache des Übels, ist die Ignoranz, ist fehlendes Wissen, ist ganz einfach. Er hätte 10 Minuten zu uns in die Sendung kommen können und wir hätten ihn informiert und durch diese Weiterbildung wäre ihm dann diese Anhäufung von Peinlichkeiten erspart geblieben. Aber da lebt es sich wohl leichter, einfach Blödsinn zu behaupten. So, und wenn ich auch jetzt mal versuche, ein bisschen sachlich auf einige Aussagen einzugehen, guck mal, was da passiert. Ein Atheist ist jemand, der nicht an einen Theos, an einen Gott glaubt oder an Götter. Er glaubt, dass es gar nichts gibt. Okay, das ist natürlich Quatsch. Ich glaube nicht, was ein Theist glaubt, nämlich, dass wenigstens ein Gott existiert. Das war's auch schon. Das heißt also, Theist oder Atheist. Und das ist auch schon alles, was einen Atheisten ausmacht. Alles Weitere ist individuell und nur auf den jeweiligen Menschen bezogen. Ich als Mensch bin auch Skeptiker und Antitheist und alles Mögliche. Als Mensch wohlgemerkt. Ich glaube nur das, wozu es einen guten Grund gibt, es zu glauben. Und wenn mir dann jemand zeigt, dass der Glaube, den ich da habe an irgendetwas oder über etwas, dass das ein Fehler ist, lasse ich diesen Glauben fallen. Sofort und ändere das. A steht für Nein, Gnosis für Wissen. Ein Agnostiker ist jemand, der sagt, er weiß es nicht. Ein Agnostiker ist immer ehrlich. Er sagt, hey, ich habe keine Ahnung, ob es einen Gott gibt oder nicht. Ein Atheist sagt, es gibt keinen Gott, definitiv. Okay, hier fängt er richtig an, geht dann aber aufs falsche Gleis. Ein Atheist glaubt nicht, ein Agnostiker weiß nicht oder sagt sogar, man kann etwas gar nicht wissen. Ein Atheist sagt also nicht etwas über Wissen aus. Und wir müssen hier wieder zwischen Atheist und dem Menschen unterscheiden. Weil ich als Mensch behaupte, dass bestimmte Götter aufgrund der behaupteten Attribute nicht existieren können. Nicht als Atheist. Das habe ich schon so oft erklärt, aber irgendwie gibt es immer noch Menschen, die haben das noch nie gehört. Ich bin also, weil ich ja nicht weiß, ob es irgendwo Götter gibt, ganz richtig ein Agnostiker. Glaube aber nicht an Götter, bin also Atheist. Aber auf der anderen Seite, Atheisten sind ja nicht alleine damit, weil Theisten realistisch auch nicht wissen können, also wissen mit Gewissheit, ob es ihren Gott wirklich gibt, sind sie streng genommen ebenfalls Agnostiker. Jetzt, was ist die sogenannte Religion der Atheisten, wenn man es Religion nennen kann, ist die Wissenschaft.
Naja, jetzt hört aber alle Freundschaft und jede Zurückhaltung auf. Also, wie kann jemand so einen Blödsinn verzapfen? Ehrlich. Also, eine theistische oder atheistische wissenschaftliche Erkenntnis ist vollkommen identisch. Es ist egal, ob ich Republikaner oder Demokrat bin. 100 Kilometer pro Stunde dauern immer eine Stunde, um 100 Kilometer zurückzulegen. Das verstehen doch alle Menschen. Meine Eigenschaft als Atheist spielt hier keine Rolle. Keine, null, nichts. Ist das denn so schwer? Ah, Götter sind der Wissenschaft völlig Schnuppe, weil sie nicht Teil der natürlichen Welt sind, die für Wissenschaften für Belang ist, weil die Wissenschaft genau dafür erfunden wurde. Und sobald ein Gott wissenschaftlich erfasst werden kann, ist das natürlich für die Wissenschaft von Interesse und von Bedeutung. Nur ist dieser Gott dann Teil der Natur. Bisher ist das aber nicht der Fall. Es müsste aber der Fall sein, da Götter ja allgemein die natürliche Welt beeinflussen und die natürliche Welt manipulieren. Also müssten sie auch wissenschaftlich erfasst werden können. Tun sie aber nicht. Also kann ich, als Mensch wohlgemerkt, nicht Götter wissenschaftlich analysieren. Geht gar Das nicht. Problem in Anführungsstrichen der heutigen Wissenschaft ist, dass sie sich komplett reduziert auf banale Materialität. Naja, und das sagt jemand, der keinen Schimmer hat, was Wissenschaften eigentlich sind. Es ist wirklich traurig. Also er versucht krampfhaft etwas niederzumachen, wovon er aber keine Ahnung hat. Das muss also zwangsweise schiefgehen. Wissenschaften umfassen auch Bereiche wie Logik, Kommunikation, Epistemologie. Das sind Geisteswissenschaften, das ist nichts Materielles. Auch, by the way, religiöse Phänomene gehören dazu. Viele behaupten, dass die Wissenschaft die Antwort auf alles ist. Na gut, hier macht das jetzt noch schlimmer, soweit das überhaupt noch möglich ist. Es ist einfach nur eine Demonstration einer willentlichen Ignoranz. Ich will nichts lernen. Ich will nichts hinterfragen. Ich will an meinen Gott glauben. Basta. Und jetzt lass mich in Ruhe mit deiner Realität, den ganzen Fakten und der Wahrheit, den Tatsachen. Das alles interessiert mich nicht. So sieht das bei ihm wohl Schon aus. gar nicht die Antwort auf was richtig und was falsch ist. Was ist moralisch in Ordnung und was nicht? Doch, genau das machen auch verschiedene Wissenschaften. Man kann etwas, ich meine, jawohl, ich kann etwas Falsches glauben. Aber ich kann nichts Falsches wissen. Es gibt keine falschen Tatsachen. Und genau damit, mit Tatsachen, mit Fakten, befassen sich diverse Bereiche von Wissenschaften. Und die prägen auch unsere Kultur und unsere Gesellschaft. Und die wiederum sind der Maßstab für das sich stets wandelnde moralische Wertigkeits, für die Skala, für Grundsätze, für alles, was für uns wichtig ist und wie wir definieren oder wie wir finden, was richtig, was falsch ist. Diese Maßstäbe, diese ganzen Erklärungen aus der Wissenschaft, die sind aber noch nicht so alt, so dass sich vorher Menschen diverse Götter ausgedacht haben, die eine Erklärung geliefert haben. Eine falsche Erklärung in 99% aller Fälle, aber immerhin etwas. Und dieses Etwas wurde dann und wird eigentlich noch immer missbraucht, um Menschen auszunutzen, weil wir Menschen Beachtung und Geborgenheit suchen und Selbstbestätigung. Wenn uns dieses vermittelt wird, dann sind wir wie Wachs in den Händen derer, die das ausnutzen zum eigenen Vorteil. Erst ganz langsam und allmählich können wir uns aus diesem selbstgebauten Schlamassel befreien, das wir seit einigen tausend Jahren schon haben. Und nur mal um das klarzustellen, Wissenschaftler sind auch nur Menschen. Menschen, die betrügen, lügen und andere ausnutzen können. Wie jeder Mensch. Ich sage nicht, dass sie das tun, aber sie können es. Ich stelle also hier keine Gruppe über eine andere, so Die wertemäßig. Wissenschaft zeigt nur die Funktionsweise von etwas auf. Also der Muslim hier im Video, der hat ja eine sehr zweidimensionale Vorstellung von Wissenschaften, hat auch noch nie darüber nachgedacht, was er hier tatsächlich sagt.
Und am liebsten würde ich hier schreien. Nein! Da wird nicht nur erforscht und erklärt, wie zum Beispiel die Funktion des Regens ist oder was immer dort passiert und wie das alles zusammenpasst, sondern da wird auch gleich der Regenschirm, ein Dach oder Ostfriesennetz, da wird gleich mitentwickelt. Wissenschaftlich, sinnvoll, praktisch. Sie erklärt nicht, warum etwas funktioniert. Nee, nicht wirklich. Nicht nur, dass wir durch die Wissenschaften erfahren, wie etwas funktioniert, sondern in den meisten Fällen auch, warum etwas funktioniert. Nur passt das nicht in das Schema unseres Islam-Apologeten, der ja für seinen Gott noch was übrig lassen will. Der Koran erklärt nicht, warum Giraffen lange Hälse haben. Die Wissenschaft erklärt uns, warum das so war und dann auch, wie das Schritt für Schritt passiert ist. Und warum ein Nerv, der eigentlich nur wenige Zentimeter lang sein müsste, mehrere Meter zurücklegen muss. Naja, und um sich jetzt, wohl wahrscheinlich um sich selber Mut zu machen, kommt jetzt folgende Behauptung. Im Gegenteil, die meisten Wissenschaftler sind eher gläubig. Also, naja, wenn schon die meisten Deutschen nicht gläubig sind, ist das bei Wissenschaftlern noch weitaus mehr der Fall. Nur, es ist doch völlig egal. Würde er sich vom Islam abwenden, wenn alle Wissenschaftler Christen wären? Wohl kaum. Was soll das also? Und warum sollte mich die persönliche Meinung eines Menschen wirklich interessieren oder irgendwie beeinflussen? Es kommt darauf an, was wahr ist und was ich daraus mache. Wenn ein Wissenschaftler an eine höhere Macht glaubt, heißt das doch nicht, dass jetzt der Glaube an einen spezifischen Gott oder an den spezifischen Gott des Islam gerechtfertigt ist, der ja rein logisch gar nicht existieren kann. Mich interessiert, ob etwas wahr ist und ob ich das überprüfen und testen kann, nicht was irgendjemand über Gott oder Göttin sagt. Den Islam-Apologeten aber, der scheint irgendwie Integrität, Wahrheit und Realität, der scheint ihm nicht im geringsten zu interessieren. Und leider geht dieses Gerede immer so weiter. Nur emotionales Geschwafel, kein einziges richtiges Argument, nur so kindliche Beschwerden. Er versteht nicht mal, was er sagt und macht sich eigentlich nur lächerlich. Wie kann ich bei so viel Ignoranz in irgendeiner Form sachlich reagieren? Es ist immer derselbe Prozess. Ich verstehe es nicht, also Gott. Und der übliche Kardinalfehler ist irgendwie anzunehmen, dass wenn eine absurde Behauptung aufgestellt wird, diese als gleichwertig zu einer bewiesenen Tatsache anzusehen ist. Also 50-50 oder sowas. Nein! Also ich weiß nicht, warum der Moslem, der mir das hier vor die Füße geworfen hat, meinte, ich würde mir hier die Zähne ausbeißen. Ich verstehe es nicht. Was ist denn hier beeindruckend? Ein Streifzug durch die Untiefen der Ignoranz und fehlender Bildung. Mehr ist das doch nicht. Also ich breche hier ab, denn fast eine Stunde solch wirklich stupiden Gelabers ist einfach zu viel für mich. Also ich stehe jedem zur Verfügung, der das Gehirn bemüht hat und wirklich ein Argument zustande bringt. Aber nicht so was Sinnloses wie in dem Video hier. Jeder darf doch glauben, was er will, das ist mir doch egal. Aber man soll solche Sachen nicht einfach so behaupten als Rechtfertigung, dass andere das dann auch glauben sollen. Das passt doch nicht. Und was ich auch sehe, ist, dass viele Muslime mir vorwerfen, ich würde immer nur die tief hängenden Früchte hier essen. Die schwer zu erreichenden aber nicht. Nur leider sind es immer die tief hängenden, die solche idiotische Behauptungen, wie hier im Video, ohne Nachdenken rausgeben. Diejenigen, die etwas nachdenken, aber irgendwie haben die zu viel Angst, bei Atheisten zu versagen und vor ihrer Gemeinde dann Gesicht zu verlieren. Also laufen sie lieber weg. Aber wenn jemand Interesse an einem Gespräch hat, ich bin da und laufe nicht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tut mir leid, dass ich da nicht mehr habe rausholen können. Ciao for now.